Inzwischen hat Ariadne von Schirach, sie war ja auch schon im Interview bei der NZZ und ist dort als Philosophin gehandelt worden. Inzwischen hat sie die Essenz zur Genesung der Psychose der Gesellschaft gefunden. Ende 2019 im Gärtchen von Willigis Jäger. Sich zu überwinden braucht es nicht. Es sei einfach da, das irdische Glück. Manchmal etwas verteidigen, wenn jemand kommt. Lob der Schöpfung in Verteidigung des irdischen Glücks. Und das Spiel geht weiter. Es ist aber nicht die ökonomisierte Leistungsgesellschaft, welche den Realitätsverlust hervorbringt. Leistung in erheblichem Maße ist ein Grunderfordernis auf unserem Planeten. Und glauben wir ja nicht, früher sei es lockerer gewesen. Gehen Sie nur mal einen Winter raus in die Natur. Was wir aber verlernt haben, ist mit diesen Belastungen umzugehen. Und heute haben wir es ja so einfach dank der Technik. Derweil wird die Psychose von den mächtigen Akteuren an den entscheidenden Hebeln vorangetrieben. Die gemeinsame Wirklichkeit der Fakten wird zu ideologisch getriebener Desinformation, wo immer möglich mit dieser in Video 338 auch dargestellten Knallfrosch-Kommunikation. Die BürgerInnen vor allem am Vermögen, und seit den Hippies ist nun auch das Geschlecht dazugekommen, gegeneinander aufgebracht werden. Letzteres ist besonders schlimm und treibt die Psychose besonders scharf voran, weil Mann und Frau, Frau und Mann in der Sexualität maßgeblich ihre gemeinsame Realität erschaffen. Auch Gesundheit, einen großen Teil des möglichen irdischen Glücks, auch Liebe zum Nächsten anstelle von Macht und Besitzstreben. Der Ursprung dieser katastrophalen Fehlentwicklung liegt in unserem Kulturkreis im Christentum mit einer völlig deplatzierten und maßlosen Selbstüberhöhung. Ideologie anstelle von genauem Hinschauen und Verstand wurde zum Charakter. Wo die Religion zurückgedrängt wurde, übernahmen Länder, Parteien das Ego. Außer für die politische Missionierung verwenden die Medien die Knallfrösche vor allem zum Erheischen von Aufmerksamkeit in den Schlagzeilen. Die NZZ hat inzwischen schon fast stündige Werbefenster im Staatsfernsehen und dem Aufkochen der Emotionen für die Absatzförderung. Anstatt den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, insbesondere die Sexualität, feuern die Medien, wie hier am Beispiel Neue Zürcher Zeitung, ungeeignetes Verhalten an. Es kommt zu kompensierenden Arztbesuchen, Medikamenten und anderen Süchten sowie weiteren Erkrankungen, die von den ideologisierten Journalistinnen als Schuld der Männer dargestellt werden. Insbesondere der sogenannte, man glaubt es kaum, Bikini-Blick, wie in der NZZ zu lesen. Der Blick der Männer auf die Organe, die den Sex gestatten, füge Frauen unerträglichen Schmerz und frühen Tod zu, das steht also in der NZZ. Und überhaupt sei der Mann, wie dann im nächsten Artikel hier
der Mann trieb ohne Kontrolle in diesem Video dargestellt. Ein scheußliches Wesen. Vergessen wir, dass wir auf der Erde einen Körper haben, mit dem seit der Steinzeit auf gewisse unveränderte Weise umzugehen ist. Video 90. Verlust der Realität bedeutet, dass wir diese zurückbringen müssen. Diese folgt mit Bildung. Und da kann man mitmachen oder man lässt es und hat sich entsprechend daneben zu arrangieren. Bezeichnend nun aber, wie sich die Ideologie gegen Aufdeckung wehrt. Video 89. Sämtliche Inhalte der NZZ seien urheberrechtlich geschützt. Man dürfe sie nicht verwenden und werde ansonsten zivil und strafrechtlich verfolgt. Aber sehen Sie in diesem Video, dass auch hier die Realität eine andere ist. Lassen wir uns nicht einschüchtern, auch nicht von Herrn Erik Huyer. Schluchten trennen bereits schon die Philosophinnen, von denen sich die NZZ eine angeschnallt hat. Das ist unser Thema in NZZ-Standpunkte. Für ihre Schlachten, das ist hier Katja Gentinetta, Ariadne von Schirach, kann es nicht als negativ empfinden, bei mir nicht als Philosophin zu gelten. Aber am Thema dranbleiben hat auch mit Tiefgang zu tun, statt dem heute verbreiteten Spiel.